Herzlich willkommen, liebe Besucher der Pfarrkirche Mönchow. Wir dürfen euch heute das Warten auf das Christkind mit einem kleinen Krippenspiel verschönern. Nun wollen euch unsere Hirtenkinder begrüßen. Schönen heiligen Abend, ihr lieben Leute. Wir Hirtenkinder begleiten euch heute. Dass wir hier sind, hat einen besonderen Grund. Jesus wird geboren in dieser Stunde. Ihr Kinder freut euch auch sicher schon sehr. Das Warten, das weiß ich, wird jetzt schon schwer. Doch vergesst jetzt einzig die Geburt des Herrn, bringt uns ein Licht. Ein Licht für die Großen, ein Licht für die Kleinen, ein Licht für die Armen und für alle, die weinen. Ich lade euch jetzt ein, mit uns zu singen und zu beten, damit Liebe und Frieden in unser Herz kann eintreten. In der Nacht, in der Jesus geboren wurde, haben sich die Tiere bereits auf dem Feld zum Schlafen niedergelegt. Doch keiner kann schlafen, bis auf die Fall, die er nach schlafen. Komisch, ich bin so aufgeregt. Ich kann gar nicht schlafen. Es ist so seltsam hell. Ach, dann mal, ich kann fast mit dem Glocken. Geh halt doch mal auf, du mit deinen Glocken. Das ist der Lieb, weil der so laut schnarcht. Ihr lieben Hirten, lasst euch sagen, was sich in Bethlehem hat zugetragen. Mensch geworden ist Gottes Erbarm für alle Unterdrückten und Armen. Ein Kindlein wurde geboren im Stall, für alle Menschen überall. Habt ihr das gesehen? So ein Schein. Gerade so, als würden wir im Himmel sein. Und die Stimme ist so klar und rein. Meines hören zwei Engelein. Müssen wir hin, das müssen wir sehen. Und lasst uns mit Samstag beten. Da schaut euch nur die Schlafen an. Siehst du nicht den Glocken? Nein, siehst du nicht den Licht? Nein, siehst du nur, du bist am Schlafen. Jetzt steh doch auf und vor, Hilfe. Ein Engel erzählt dir uns die von mir. Drüben in Bethlehem, da steht ein Stall. Hier kommt lauter Jubelschau. Die Engel sind nackt vor dem Lachen. Das Bett zu tief und es ist da. Die Hirten sind ganz aufgeregt. Sie machen sich auf den Weg zum Stall in Bethlehem. Halt! Sind wir auch arm, aber vergesst nicht, was sollen wir den Kindern denn mitbringen? Ein Glück an Milch, ein Stück Butter. Ich hätte eine Decke für die Mutter. Ich habe gar nichts, aber mit meiner Flöte stimme ich ein Lied an, damit das Kind gut einschlafen kann. Liebes Kind, du liegst hier auf dem Boden. Keine Decke, kein Wolken und ein zugiges Dach. Oh, hätten wir es gewusst, wir hätten mehr gebracht. So haben wir nur das Bissel mitgenommen. Mir tut's auch leid, dass ich nicht mehr habe. Aber nimm nur das
das Wenige, was drin ist, im Sack. Kommt, den wollen wir bringen. Botschaft zu dem Wort. Gottes Kind ist geboren. Es will den Frieden in die Welt tragen. Wir wollen es allen weitersagen. So Kinder, nun ist es Zeit. Weihnacht soll es werden, weit und breit. Am wichtigsten ist, dass wollen wir verstehen, dass wir mit der Weihnachtsbotschaft im Herzen nach Hause gehen. Lass es uns spüren, Gott, du bist da, im Kind, in der Krippe, bist du uns ganz nah. Wir wollen immer daran denken, zu Weihnachten wollen wir uns Liebe schenken. Wir wünschen euch nun ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest.